24. früher Morgen. Die Vorräte neigen sich langsam dem Ende zu. Eine unbekannte Pflanze hat sich pilzartig durch den Unterboden gefressen und ist durch den Zwieback gewachsen. Lange habt ihr nicht mehr auf See, aber es muss auf alle Fälle nachgekauft werden, wenn ihr die Söldner und Seefahrer in ein paar Tagen noch auf der See versorgen wolltet. Zu eurer Linken, irgendwo backbordseitig, liegt Rulat, weit, weit entfernt. Und da ihr den Strudel umgehen wolltet, könnt ihr hier auch nicht wirklich viel erkennen, außer der blutigen See, die sich allerdings mehr kränklich grünlich anfühlt bzw. aussieht. Sehen könnt ihr also backbordseitig nichts. Dafür allerdings vor euch habt ihr etwas Aufmerksamkeit nun bekommen, denn euer Ausguck, der Speer, macht euch auf ein brennendes Schiff am Horizont, noch einige Zeit entfernt, aufmerksam. Örnen hat sein Fernrohr herausgeholt und kann euch jetzt berichten, wo ihr allesamt zusammenkommt. Aus dem Unterboden des Schiffes nach oben schreitend, noch einige weitere Informationen geben. Es handelt sich dabei wohl nicht um eine Kogge, wie zuerst vermutet, sondern mehr um eine Schivone, so etwas in der Art. Genau kann er das nicht sagen. Liegt allerdings auch daran, dass aktuell das Schiff brennt und man die Segel, egal wie sie getakelt waren, nicht mehr genau identifizieren kann. Es sind wohl noch um die, kann man nicht genau sagen, Entfernung sind 20 Meilen, so in dem Dreh. Also in ungefähr einer Stunde, vielleicht ein bisschen mehr, wenn die, je nachdem wie der Wind ist, werdet ihr dann ungefähr in einer Stunde oder eineinhalb Stunden werdet ihr dann dieses Schiff erreichen. Was also noch? Wer Flöte. ist das, der da mit Fernrohr rumstarrt? Örnen. Irgendein. Ich stelle mich mal neben ihn an den Bug. Schau mal nach. Liegt das Schiff quer im Wasser? Also ein wenig schief? Ein bisschen, ganz leicht. Er Aber gibt dir nicht. das, er gibt dir das Fernrohr rüber. Ich nehme das, ich guck mal vorne rein, ich guck mal hinten ran. Irgendwann habe ich es dann und schaue richtig rum durch. Betracht mal kurz das Schiff. Wie viel Schlagseite hat es? Ungefähr würfel mal eine, ich sag mal, eine Seefahrt will ich jetzt nicht haben, würfel mal eine Rechnerprobe. Ja, ich will jetzt eine Rechnerprobe haben. Ja, Sekunde. Seefahrt ist halt, ne? Kannst du. Da muss ich nichts erschweren. Rechnen kann ich auch, interessanterweise. Ja, so um die 15 Grad, vielleicht 10, 15. Leichte Schlagseite hat es auf alle Fälle. Da hast du dir in den letzten paar Tagen, wo Brindijan auch Wascher was beigebracht hat, ein bisschen was abgeguckt. Ich erinnere mich kurz an unsere Fahrt auf der Seeadler von Beilung zurück. Da hatten wir es mit einer Kogge zu tun, wenn ich mich recht erinnere. Die hatte auch Schlagseite. Ist das etwa im selben Drehbereich oder ist das zu wenig? Also sich zurück an die Lehrstunden von Sarnin zu erinnern, ist natürlich immer gut. Und es hat Schlagseite. Nein, nicht so viel, dass es groß Bewaffnung hat. Eher so, dass es Schaden im Rumpfbereich hat. Okay, gut. Dann drücke ich dem Matrosen das Fernrohr wieder in die Hand und rufe zu F.A.D.A.S. nach hinten. Euer Gnaden, ich denke, wir halten darauf zu. Ei, Kapitän. Die in Seenot sind, werden sie unsere Hilfe brauchen. Sind denn noch Menschen an Bord? Sieht man was? Ja, hoffentlich nicht. Die sind wohl ins Wasser gesprungen, oder? Ich erkenne nichts. Darf ich auch mal durch dieses Fernrohr sehen? Frag den Matrosen, ich hab's ihm gerade wieder hingegeben. Er steht noch vorne am Bug. Ja, Brenidion, du schaust dir so ein bisschen das Fernrohr an. Da sind wohl Gläser eingesetzt, aber Okulare sehen anders aus. Also wirklich vergrößern. Hat wohl eine ziemlich schlechte Qualität, bis gar keine. Guckst halt durch, kannst das Auge zukneifen. Du erkennst, ja, brennende, zerrissene, zerschlissene Segel. Aber ansonsten keine Bewegung auf dem Schiff. Leichtes Ja, Schwelen. ich würde es gerne ganz genau wissen und mich da ein bisschen magisch noch unterstützen. Ich lege mir die Hände an die Schläfen und murmel dann Adlerohr und Luchsenohr, mein scharfer Sinn die Welt durchbohr.
Ich will mir dabei wieder ein bisschen Zeit lassen und auf Einzelsinn Sinnschärfe, also unmodifiziert im Endeffekt quasi. Dann erzähl mir mal bitte, wie genau deine Sinnschärfe dann verbessert wird. Okay, also Detektiv. meine Sicht wird jetzt um doppelte ZFP-Sterne, also um 8, verbessert. Also im Prinzip hätte ich jetzt 16 Sinnschärfe auf Sicht. Und das Fernrohr noch dazu. Gut. Ja, was wollen die anderen tun? Begebe mich wieder nach hinten aufs Achterdeck und sehe zu, dass die Mannschaft keine Scheiße baut. Während der Verleih das Ruder bedient. Könnte sein, dass wir einige an Bord nehmen müssen, aber vielleicht haben sie wertvolle Informationen. Du wirst jetzt zugehen, was denen hier zugestoßen ist. Ein Schiff hier auf hoher See Feuer fängt, da. Ja, vielleicht hatten sie Pulver geladen, was hochgegangen ist, aber sonst. Naja, dann schaut mal missmutig über die Backbordwand. In der Brühe. Ich glaube nicht, dass wir da noch jemanden rausziehen können. Wenn dieser gibt das Fernrohr dem Matrosen zurück, sag mal, danke Bruder, Schwester, und geht dann zu den anderen. Ich glaube, denen ist nicht mehr zu helfen. Sie sind dort am hinteren Segel, sind sie aufgeknüpft. Aufgeknüpft. Wenn ich es richtig erkenne, sind sie dort erhängt. Verfluchte. Mal Aber hier so an. ich kann sogar den Namen des Schiffes erkennen. Vielleicht, Ephadaios, vielleicht sagt er dir ja was. Die Woge von Nersand heißt sie. Burg von Leersand. Lass mich mal überlegen. Klingt bornisch. Vielleicht sollten wir eine extra Person in den Ausguck schicken, um uns vor anderen Schiffen zu warnen. Gute Idee. Du da, wie siehst du noch gleich mit dem Fernrohr? Ahnen, mein Herr. Wir Ah, können hören. setz dich mal hoch in den Ausguck, Ahnen, und schau zu, dass wir keinen Besuch kriegen. Jawohl. Hey Tüstern, komm mal mit hoch. Wir sollten trotzdem darauf zumachen. Schauen, ob sich noch irgendjemand davon retten lässt oder ob wir herausfinden können, was passiert ist. Und andernfalls bergen, was wir können. Vor allem diese Archen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch kleinere, die können sich ja auch unter Wasser fortbewegen und tauchen quasi aus dem Nichts auf. Wenn wir hier so eine an der Backe hätten, boah, kann ich mir Besseres vorstellen. Weiß nicht. Ich dachte, die KGIA sagt, dass die Archen andere Schiffe fressen, um zu wachsen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die oder ihre Fahrer, Steuerer, wie auch immer, die Leute erst aufknüpfen, dann das Schiff in Brand stecken und es unverrichteter Dinge hier lassen. Auf jeden Fall ein Zeichen sein, aber von wem an wen? Wissen wir eigentlich, wie viele von den Archen es gibt? Also, sind es eher 5 oder sind es eher 10 oder sind es eher 100? Wie waren die Berichte noch gleich, die wir gelesen haben? Haben wir die dabei? Die habt ihr dabei, wenn ihr wollt. Dann krame ich gerade in entweder meiner Tasche oder vielleicht der Korrespondenzkiste, die hier am Achterdeck ist, rum. Versuche den richtigen Zettel von der KGA zu finden. Ja, ihr habt natürlich direkt neben dem Steuer bzw. dem hinteren Mast, der quasi nicht vorhanden ist, weil ihr einmastig wart. Aber da gibt es ja immer diese Kartentruhe und dadurch, dass ihr nur diese zerschlissene Karte habt, die euch irgendwie mal beigegeben worden ist, mit sehr niedriger Qualität, könnt ihr dann die restlichen Berichte da dann irgendwie verstauen. Also Abschriften mit dem groben Material. Die hat dann irgendwann Myria als Aufgabe mal bekommen, nach dem Motto, lernen jetzt lesen und schreiben. Hat sie die mal abgepaust. Und da sind dann auch die Berichte der KGIA drin. Ja, Ja, also. die hübsche Frau, die hat die ganzen Sachen verstaut. Washer, die soll sie mal hochbringen. Washer! Wo ist sie? Glaube, die unterhält sich anscheinend gerade mit einem der Seeleute und schaut dann zu dir rüber, entschuldigt sich anscheinend schnell und. Ja, Herr? Die Aufzeichnung, die wir bekommen haben, noch in Kunchium. Kannst du die einmal hier aufs Achterdeck bringen? Natürlich. Und ja, guckt
kurz ihre Zunicken lächeln und dann unter das Deck huschen. Habe ich die Sachen denn, Frossi? Klar. Okay, na dann. Wahrscheinlich da, wo ich auch die Geldkassette versteckt habe, genau. Und alles andere, was mir zugeschustert wird im Moment. Habt ihr euch ja groß darum bemüht, dass hier jeder weiß, wo eure Sachen sind. Ich habe jetzt einen riesigen Sack mit allen Sachen, die wir brauchen. Kein Problem. Ja, dann wieder nach oben mit den Sachen und die auch an Ephadaris geben. Also hier, bleiben wir erstmal hier, Wascha. Da wird immer von den bislang gesichteten Objekten gesprochen. Ich glaube, damit sind die Archen gemeint. Also hier spricht es von Objekt 2. Dass es mindestens zwei Archen gibt, wissen wir auch. Es gab doch noch eine. Hier ist noch eine mit Objekt 7. Ah, genau, die meine ich. Es war, glaube ich, das Höchste, was wir hatten. Also gibt es wohl mindestens 7 Archen. Und das Problem, Myria, ist, dass... Naja, es werden wohl immer mehr Archen, wenn wir sie nicht versenken. Also, das sind ja dämonisch... Weiß ich nicht, ob Dämonen da so ein Schiff besetzen oder so, aber es gibt, die werden doch geboren irgendwo, hieß es. Ich dachte immer, Dämonen werden gerufen. Ja, ja, aber dann mit dem Schiff verschmolzen oder, ich weiß es nicht. Brindijan, habt ihr davon mal was gehört, dass irgendwelche Gegenstände mit Dämonen verschmolzen werden? Wenn ich mich richtig erinnere, war in irgendeinem Bericht etwas die Rede davon, von einer Art Sprösslingen. Das klingt fast danach, als wären sie gezüchtet oder wachsen. Wenn sie Schiffe fressen, bestimmt. Jedenfalls hieß es, dass sie, da richtig, dass sie andere Schiffe fressen, um zu wachsen. Ich glaube also nicht, dass das hier das Werk einer solchen Arche war. Sind das dann Säugetiere oder Amphibien oder Fische? Es sind und bleiben Dämonen, egal wie viel Holz dran ist. Naja, aber wie kann man sich das dann... Ist völlig egal. Entschuldigung, wir weichen... Also, wir sollten uns vielleicht auf unsere Aufgabe konzentrieren. Erstmal konzentrieren wir uns auf dieses Schiff da vorne. Hi. Brindijan, geht es euch denn besser? Die letzten Tage. Nun, richtig erholsam ist der Schlaf hier zwar nicht, aber es geht einigermaßen. Eigentlich fühle ich mich wieder gut. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr noch was braucht. Ja, natürlich. Ich kann mir ja auch helfen. Falls nicht, komme ich zu dir. Du hast ja mehr als einmal bewiesen, dass du dich auch darin verstehst, ein paar Kratzer zu flicken. Ich habe gehört, sie hat dich angespuckt. Ja, das... Wird rot. euer wohlgeboren Kapitän? Ja, Gold ja. Ried, Götter von Bärenhain steht vor dir. Ah, von Bärenhain. Wir fahren direkt auf das Schiff zu. Legen wir an? Ich gedenke anzulegen und das Schiff zu durchsuchen, ja. Aufgaben für uns? Irgendwelche Befehle, die es im Vorfeld gibt? Absicherung unseres Schiffes, Erstürmung des anderen, langsames Vorrücken, schnelles Vorrücken? Wir werden anlegen und ein kurzes Bild machen. Von hier unten wahrscheinlich nicht sehr viel, da die ja hochbordig sind. Und dann werden wir in aller Ruhe an Bord gehen und nach Überlebenden suchen. In aller Ruhe. Jawohl, mein Herr. Ich will nicht, dass sich irgendjemand von einem verängstigten Schiffsburschen abstechen lässt, aber ich glaube auch nicht, dass wir großen Widerstand treffen. Wird genickt. Selbstverständlich erkundigt sich der Inquisitor noch einmal bei dir, kommt dann ungefähr nach einer halben Stunde dann zu dir und fragt dann ebenso nach dem Vorgehen, wird dann nur abnicken, denn an Bord eines Schiffes ist der Kapitän natürlich immer derjenige, der das letzte Wort hat. Es sei denn, der Inquisitor nimmt es sich, dann kann er natürlich noch darüber befehlen, aber ansonsten der Kapitän. Nach etwa 90 Minuten, also 1,5 Stunden, könnt ihr dann an dem anderen Schiff anlegen. Die Winde und die Strömung sind günstig, sodass das Schiff immer und immer größer wird und dann könnt auch die anderen erkennen, dass es sich bei dem Schiff um die letzten Überbleibsel einer Schibone handelt. Wie gesagt, nicht eine Kogge. Ähnliche Bauart, es waren wohl mal 3 Segel, beziehungsweise 3 Masten, die gesegelt wurden, entweder abgeschnitten, das kann man erkennen, dass sie sauber abgetrennt worden sind und andere Teile von den Segeln hängen jetzt gerade noch leicht brennend, schmauchend im Wind und wirklich flattern nicht, aber das, was euch dann als erstes auffällt, das, was Brindijan auch schon gesehen hat, und zwar Leichen. Von Menschen, die definitiv mittelreichischen Ursprungs sind, beziehungsweise bornländischen.
Und ja, ihr könnt erkennen, dass sie wohl mal eine Uniform getragen haben. Aber ansonsten sind ihre Körper sehr schwarz und verkrümmt. In ihrer Position, die sie da haben, ungefähr 20 Leichen, die da aufgehängt sind. Und die Hitze hat sich wohl in ihren Körper hochgefressen. Die Sehnen haben sich leicht verkrümmt, sodass sie trotz dessen, wie sie da hängen, leicht gekrümmte Haltung haben, dadurch, dass die Sehnen so eingezogen sind. Und sie sehen aus wie, ja, wie brennende Leichen eben aussehen. Schwarz. Und ja, während ihr dann in diesen 90 Minuten langsam an diesem Schiff anlegt, bitte einmal eine Seefahrtsprobe, erschwert um 10. Je nachdem, wie gut das gelingt, legt ihr ja gut an, sodass ihr das Schiff nicht unbedingt streift, sondern direkt daneben anlegt. Das ist natürlich wichtig für die Lautstärke des Ganzen und die Beschädigung eures oder des anderen Schiffes. Und dann könntet ihr euch mit Enterhaken und sowas heranziehen und dann langsam anlegen. Probe kommt dann vom Steuermann, ja? Genau. Ja, wirklich ein Wappen könnt ihr nicht mehr erkennen. Der Name des Schiffes ist allerdings noch lesbar. Das hat Brindijan schon gesagt, die Woge von Nersand. Und ihr könnt auch erkennen, ja, Seitenlage hat es definitiv. Es gibt kein Zeichen eines wirklichen Seekampfes, also keine gesplitterten Planken, keine gesplitterten Masten. Die Reling ist noch vollständig, aber es gibt wohl einen Schaden im Rumpfbereich. Da ist dann irgendwie wohl Wasser in den Rumpf reingelaufen. Deswegen liegt es jetzt so leicht schräg. Aber ansonsten keine Einschlagslöcher von Rotzenmunition oder so etwas. Wir legen dann an. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Enterhaken haben, aber irgendwie wird man schon Seile nach oben befassen. Ja, der Verdaius hat sich dazu entschieden, dass er anlegt und ihr fahrt dann sehr dicht an das Schiff an. Nur noch wenig, was sich da dann mit den Enterhaken rangezogen werden muss, aber es knirscht auf einmal ziemlich laut und ja, alle sind wach. Gut, dann alle mal mir nach. Und damit ist Jalan der Erste, der die Wand hochmacht. Kapitän, einen Moment. Ich bin jetzt schon halb oben, es muss wohl warten. Ei. Ja, dann möchtest du alle Söldner mitnehmen? Ist wahrscheinlich. Ja. Wenn irgendwas jetzt durch die Bordwand bricht und uns entert, dann hau ich dich einfach. Ja, warum auch immer. So, dann ziehen wir die mal mit rüber. Das Schiff habe ich euch hier einmal hingezogen. Also, das ist jetzt dieses gesamte die Oberansicht des Ganzen. Wir haben hier natürlich verschiedene Bereiche, die dann geändert werden können. Das heißt, ihr habt dann hier einen kleinen Unterstand. Da könntet ihr dann hier reingehen. Das ist dann, da geht es dann auf der anderen Seite weiter und auch hier befinden sich weitere Türen, damit das Ganze dann am Ende so oder so ähnlich aussehen könnte. Nun, das wird ganz einfach aufgeteilt. Ja. Euer Wohlgeboren, seht zu, dass das Deck gesichert wird. Sifrajida, nehmt eure Frauen und schaut unter Deck nach, ob ihr Überlebende findet. Ja, Moment, die Maraskana. Die Maraskana schickst du unter Deck? Richtig. Und die anderen Oberdeck. Gut, Und dann was ist mit dir kommt noch selber? jemand mit, oder? Erstmal Frage, kommt noch jemand mit oder bleibt der Rest an Bord? Also, Brindijan kommt definitiv mit. Ich bleibe erstmal da. Ich würde auch gerne mit. Aber ich weiß gerade nicht, wen ich dann als Ersatzsteuermann einsetzen soll. Nein. Bogdan. Ogdon, ihr seid das Steuer, solange ich drüben bin. Ernen, schnappt ihr noch jemanden von unseren Männern und checkt einmal unter Deck. Nicht, dass sich da etwas tut, während wir hier rübergehen. Morpheus zum Beispiel. Ja, du denkst noch einmal mit Schrecken an die Begegnung, die du unter Deck der Seeadler hattest, mit den Spitzen und den Sporen, die sich in deine Rüstung, durch deine Rüstung gefressen haben. Und mit einem Nicken wird dann Ephadaios den guten Alan Farnan zurücklassen, der euch noch einmal etwas zuruft wie Buena suerte, viel Glück, meine Elen.
Ich stelle mich zu Uchtan und beobachte ganz genau, was er macht. Weil ich traue mich. Ja, er entrollt seine Peitsche und schaut missgünstig auf die obere Reling hinauf, denn dadurch, dass dieses Schiff sehr viel größer ist als eures, könntet ihr sehr leicht geentert werden. Was den anderen auffällt, ist, wenn sie auf dem Hauptdeck stehen, die Rotzen und die Hornissen, die es hier wohl mal gab, wurden allesamt abmontiert. Und zwar hat man sich da viel Zeit für genommen. Sie waren mal vorhanden. Über euch schwanken jetzt die Leichen der ehemaligen Matrosen. Es sind definitiv nicht alle. Das heißt, ja, so um die 20 Leute. Das reicht aber nicht, um ein so großes Schiff mit 3 Masten zu steuern. Also hier sind definitiv noch Leute anderswo. Es gibt auch Blutspuren, und zwar massiv viel. Alles irgendwie rotes Blut und feucht glänzend. Also ist nicht verkrustet. Allzu lang ist das nicht her. Es gibt auch viele schleimige, gelbe, grünliche Spuren von blutiger See oder allgemein Schaum. Alles, was hier irgendwie nicht weggeputzt worden ist. Also hier gab es vor nicht allzu langer Zeit einen Kampf. Der Ritter stürmt dann mit seinen Mittelreichern in Richtung des Verbindungsganges, da wohl, wo die Offiziersmesse und das Kapitänsdeck und so etwas vorhanden ist, stürmt dann rein. Nach und nach verschwinden sie in mehreren Türen, alles ist ziemlich dunkel und ihr könnt sie dann nur noch verschwinden sehen. Währenddessen laufen die Maraskaner, bewaffnet wie sie sind, die Treppen nach unten in einen jeweils anderen Verbindungsgang, wo es dann zu den einfachen Mannschaftskabinen gehen würde, beziehungsweise in das Unterdeck, wo dann Waren verstaut worden sind. Ah ja, dann steht erstmal im Oberdeck, während im Hintergrund noch die Türen und Klappen auf und wieder zugerissen werden. Starrt die hängenden Leichen an. Euer Gnaden, was sagt denn... Nun, ich weiß, dass die Effertkirche nicht unbedingt dem Feuer sehr zugetan ist. Aber was haltet ihr davon, wenn wir sie mitsamt dem Schiff bestatten? Ihr denkt an eine Feuerbestattung. Richtig, das Schiff an sich wird sowieso nicht zu retten sein. Und ich glaube nicht unbedingt, dass wir sie in diesem Wasser hier See bestatten sollen oder können. Nun, Effert's Segen wird sie auch hier erreichen. Überall dort, wo Wasser ist, kann auch Effert seine Arme ausbreiten. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Aber das Schiff, wenn es noch nicht gesunken ist, vielleicht hat der ältere Bruder noch Pläne für es. Nun, wir können es nicht mitnehmen. Und wir können es auch nicht reparieren oder das Geisterschiff hier treiben lassen. Oder? Ja, Geister sehe ich hier noch nicht und ich meine, stellt es eine Gefahr dar? Sieht es aus, als wenn hier Geschütztürme, Bewaffnung gewesen wäre, die abmontiert wurde. Jedes Schiff, das von Xerans Piraten noch erbeutet werden kann, stellt potenziell eine Gefahr dar. Nun dann, lass es uns versenken, aber lieber nicht mit Feuer. Ich kann eine Stelle im Rumpf ausmachen, die wir einschlagen, wo dann Wasser eindringen kann. Gut, dann, das Schiff hat schon Schlagseite. Ich nehme an, es gibt bereits eine solche Stelle. Schaut euch mal um, aber seid vorsichtig. Vielleicht sind darüber irgendwelche Unterseekreaturen eingedrungen. Hi, Kapitän. Besteht denn keine Möglichkeit, das Schiff irgendwie mitzuschleppen oder so etwas? Wenn wir dieses kleine Leck fixen können, dann können wir es vielleicht in Valusa verkaufen oder so. Wie weit ist es denn eigentlich noch? Wenn wir 20 Riemen, mindestens 3 Tagesreisen, wenn wir 20 Riemen und die entsprechenden Ruderer hätten, könnten wir es vielleicht schleppen. Aber so, ich meine, seht euch die Segel an, die fangen kaum noch Wind. Und selbst wenn, haben wir nicht genug Männer, um das Boot zu bedienen. Ich fürchte, es hat seine letzte Fahrt getan. Nun ja, dann bin ich auch dafür, dass wir es versenken, bevor es irgendjemandem anders in die Hände fällt. Aus dem Inneren des Schiffes könnt ihr auf alle Fälle ein bisschen was Gerumpel hören. Nach kurzer Zeit könnt ihr auch sehen, wie 2 der Maraskanerinnen hier unter euch entlang gehen. Das könnt ihr also erkennen durch dieses Gitter, was da sieht. Aber ihr könnt auch durch die Dunkelheit dann sehen oder hören, vor allem, wie dort Wasser, und zwar nicht so knapp im Rumpf steht,
sodass sie sich dort eher durchwarten. Und ja, dann nach einiger Zeit, ihr habt so euch ein bisschen unterhalten, könnt ihr auch erkennen, wie der Ritter Jagold Riedkötter oben hinauskommt aus dem Inneren des Schiffes und stellt sich dann hier vorne an die Reling, blickt dann so ein bisschen zu euch hinunter. Also wenn er jetzt hier steht, würde er prinzipiell hier vor euch stehen, beziehungsweise leicht über euch versetzt. Und er winkt mit so etwas wie einer Art Blockbuch, sehr zerschlissen, aber definitiv in Leder eingebunden, könnte man es als Logbuch ausmachen. Ich gehe dann auch erstmal hoch zu ihm. Oberdeck gesichert, Kapitän. Keine Zeichen einer aktuellen Besatzung. Viele des Kampfes, aber die sind wohl verschwunden. Gut gemacht. Ich nehme das mal. Ich nehme ihm dabei dann das Logbuch aus der Hand und werde das unserem Magister hier übergeben. Unterdessen schaut euch doch mal in den Kajüten um, ob es irgendetwas zu bergen gibt. Jawohl. Drin, die Messe könnt ihr, glaube ich, noch benutzen. Einige umgestoßene Töpfe, Dinge von dem Allgemeinen, was wohl die Besitzer hier zurückgelassen haben, aber an sich ist es sicher. Ja, nach und nach kommen dann auch die anderen Mittelreicher nach draußen und ziehen sich dann die Treppe nach unten, da wo wohl die Maraskaner verschwunden sind, um da dann die Ladung zu begutachten, zu sichern, falls irgendwas da ist, oder sich das Schiff allgemein anzugucken. Denn von unten gab es noch keine Sachen wie, gesichert. Was gab es da? Gut. Da Sicherung und Bergung ja scheinbar jetzt erstmal von selbst laufen, graffe ich mir direkt Prenision und wir setzen uns in die Messe. Wenn sie nicht zu sehr vollgeblutet ist. Ja, also du kannst erkennen, wie wohl irgendein schwerer Gegenstand, sowas wie eine Bank, vor die Tür geschmissen worden ist, aber die hängt auch nur noch in den Angeln aufgebrochen von einem schweren Gegenstand. Und gut, dadurch, dass es jetzt einmal aufgebrochen wurde, ein bisschen Kampfspuren, ein bisschen Blut, ihr findet auf alle Fälle eine freie Stelle, wo ihr euch hinsetzen könntet. Und dann, verschüttetes Bier natürlich. So, Magister, dann wollen wir mal schauen, was der Kapitän so über seine Fahrt zu berichten hat, oder? Mal sehen. Brindijan wischt mal so eine Stelle vom Tisch sauber, wo man das Logbuch hinlegen kann, ohne dass es zu sehr einsifft. Everdaios ist nach unten gegangen? Genau, ich möchte die Ursache für das Eindringen des Wassers herausfinden. Ja, wenn du in dem Verbindungsgang einmal die Treppe nach unten dich bemühst zu gehen, kannst du sehen, wie hier wohl eine der Maraskanerinnen, es ist Milenjida, sie sitzt da an dem Mast, hat einen blutenden Arm und hält ihn sich gerade, nickt dir zu, macht aber auch keine Anstalten, irgendwas zu melden, von den anderen kannst du nichts weiter erkennen. Meine Dame, wie ist das denn passiert? Bruder, Schwester, ein Kampf. Wir wurden überrascht. Wie, unter Deck oder was? In der Kombüse. Und von wem oder was? Kreaturen. Tut mir leid, Bruder, Schwester, ich habe sie noch nie gesehen. Wie viele? Nur zwei. Zwei und, kannst du sie beschreiben? Hat er für das Licht ausgereicht? Ich glaube, Sumojida hat sie mittlerweile erschlagen. Schau doch selber nach, Bruder, Schwester. Sumojida, das ist, bist du das? Nein, du bist Jin irgendwie, nicht wahr? Sie schüttelt nur den Kopf. Mittelreicher. Geretias. Besser als Safarias. Ja, ich versuche dann, die mit dem Kriegsfächer anzusprechen. Ja, und? Ja, wenn du in die Kombüse hier hineingehst, kannst du erkennen, dass zwei erschlagene Wesen in der Kombüse liegen, direkt irgendwie drin. Was das für Dinger sind? Du kannst gerne mal Sagen und Legenden würfeln. Ja,